Jo, da sind wir dabei. Tales of Phantasia. Und jetzt fragen wir ihn. Was ist das Schiff endlich Segel? Wo soll ich das wissen? Aber das könnte jeden Moment von da aus angegriffen werden. Ich kann nicht zu einem gefährlichen Ort segeln. Was soll ich machen? Was? Amber? Hey, Captain. Würdet ihr mir einen Gefallen tun? Was? Bitte? Was? Ich glaube, da war der Name falsch. Ich werde dafür sorgen, dass ihr genug daran verdient. Hm? Bah! Ein Kind wie du kann sich eine Überfahrt nicht leisten. Nun, ich wollte euch wissen lassen. Captain, wir bezahlen ihren Preis. Bitte bringt uns nach Alvanista. Nun, also gut. Tja, gut verführt. Das macht 200... Ja. Billig. Ja, klar, setzt die Segel. Beim anderen habe ich 400 bezahlt. So, auf nach Alvanista. Ich liebe die frische Meeresluft. Ja, es ist so wunderbar hier. Hey, Press. Auf welche hast du dein Auge geworfen? Bitte? Ich kann dir nicht folgen. Ich meine Mint und Amber, was sonst? Also, welche hast du dir ausgesucht? Mint? Sie ist so ordentlich und natürlich, das gefällt mir. Amber dagegen, sie hat erst einen Hitzkopf. Eine Mädchen wie ihr kann man nur schwer den Rücken zuwenden. Jetzt warte mal. Ich habe sie doch gerade erst kennengelernt. Ach, komm schon. In Ordnung, soll ich mir zuerst eine aussuchen? Klaus! Was ist mit Millard? Was soll mit dir sein? Sie ist lediglich meine Assistentin. Oh, wirklich? Hey, Jungs. Was beschwächt ihr da? Nichts, gar nichts. Männersachen, Männerkram. Hat doch nichts mit euch beiden zu tun. Oh, komm schon, sag schon. Männerkram. Seid ihr Abenteurer? Ja, sowas in der Art. Und du bist? Ich bin Meyer, der wandernde Schwertkämpfer. Du bist ein Söldner? Nein. Ich will die Minen von Morlia aufsuchen. Die Minen von Morlia? Dazu muss ich gleich auch noch was sagen. Ja, ihr wisst schon, die Ruinen der Mine, der Zwerge und so weiter, ne? Du müsst doch schon davon gehört haben. In diesen Zeiten benötigt man eine Erlaubnis von Alvanist, um sie zu betreten. Meinst du, du wirst sie bekommen? Ich habe einen Kontakt mit in der Gilde der Abenteurer dort, daher. Oh, habe ich auf einmal einen Hunger. Oh, man sieht sich. Ich habe auch Hunger. Okay, gehen wir etwas essen. Ja, Minen von Morlia. Da meint einer so, Minen von Morlia? Moria? Haha, wer erkennt den Zusammenhang? Natürlich. Und was anderes fällt mir auch gleich noch ein. Mal sehen. Wo sollen wir uns hinsetzen? Hey, ihr! Komm, setzt euch zu mir. Machen wir uns eine schöne Zeit. In Ordnung. Es sind noch nirgendwo sonst Plätze frei. Gut. Heute bieten sie ein Istich-Kugel-Rundmenü an. Sind dabei! Klingt großartig. Ein Toast auf neue Freunde. Prost! Yay! Yeah. Klaus sieht cool aus. Knabbert immer wieder nur an demselben rum. Und es ist immer noch ganz. Hey Opa, noch mehr! Eine Stunde später. Was auch immer Amber da macht. Komisch aus. Trinkt sie aus einer Suppe oder? Ist eine Suppe oder so? Wie lange wollen die noch essen? Ja. Die Musik ist cool. 2 Stunden später. Amber ist mittlerweile eingepennt. Oder tut sie jedenfalls so. Amber, geht's dir gut? Keine Sorge, das Schlimmste, was passieren kann, ist ein bisschen Sodbrennen. Na, wenn du es sagst, Mint. 3 Stunden später. Jetzt ist Amber eingeschlafen und... Oh, Chris und Mint sind weg. Ich bin die ganze Nacht auf und habe gearbeitet, aber es war alles für die Katz. Hey, geil, den kannte ich doch nicht. Eine tolle Geschichte. Hä? Übrigens, ja, so von Mann zu Mann. Aha. Und rede nicht um den heißen Brei herum. Ich bin gar nicht auf dem Weg zu den Minen von Morlia. Bist du nicht? Oh je! Stopp, Cress. Wir sollten hier noch nicht... In Wahrheit soll ich geheime Informationen über Alvanista, über einen Kontakt in der Gilde der Abenteurer verkaufen. Informationen?
Ja, Alvanista scheint ein friedlicher Ort zu sein, aber in Wirklichkeit wird es zum größten Teil bereits von da aus kontrolliert. Ich wette, das wusstest du nicht. Wie? Wie ist das möglich? Ich werde es dir sagen. Prinz Laird, der einzige Thronfolger in Alvanista, scheint unter der Kontrolle eines Untergebenen von da aus zu stehen. Das ist auch der Grund, warum Alvanista das große Königreich Midgard im Osten bisher nicht offen gegen Daos Stellung bezogen haben. Mir fehlen die Worte. Oh, jetzt hör doch aber auf. Wir sollten wirklich nicht. Chris. Naja, wovon die wohl träumt. wie dem auch sei, du darfst das niemandem sagen. Nun, lass uns Feierabend machen. Ja. Der Ober hat alles mitgehört. Er ist ein Spion. Amber, du wirst ja kalt, wenn du die ganze Nacht so sitzen bleibst. Ach, Chris, du Bremsbirn. Wovon bremst sie wohl? Ja, sie sitzt ihm gerade auf dem Hut. Und ich muss sie wohl tragen. Und los! Schleift sie einfach hinter sich her, geil. Hey, Amber, wir sind in der Kabine. Oh, mein Magen tut weh. Ja, wohl so viel gegessen. Hoch und runter. Hoch und runter. Gut, dass keiner von denen seekrank wirst. Wisst was? Aber dafür ist Amber ziemlich besoffen. Oh, Maya. Guten Morgen. Schön, dass er nicht. Chris, pass auf. Bäm. Klaus, was geht hier vor? Chris, raus hier. Mehr will von irgendwas oder irgendjemand beeinflusst. Blub. Klaus? Geht es dir gut? Ich glaube, mir wird schlecht. Ich habe zu viel gegessen. Klaus, du bleibst hier und ruhst dich aus. Ich werde gehen und nachsehen. Amber, wir werden angegriffen. Steh auf. Ich kann nicht. Mein Magen dreht sich um. Ich glaube, ich bin krank. Ah, das ist schlecht. Oh. Da bin ich mal gespannt, was das für einer ist. Mint, wir werden angegriffen. Darauf. Ich fühle mich nicht gut. Es ist so, als ob ich sehe. Ja. Ich nehme meine Aussage zurück, was ich eben gesagt habe. Oder so. Okay, dann muss ich mal. Immer muss ich alles alleine machen. Speichern wir erstmal. Ach, na gut. Immer muss ich den ganzen Dreck alleine säubern. Oh, die Musik ist leiser geworden. Geht's hier raus? Ich muss mich mal ein bisschen umschauen. Ratte, hab dich, tot, hahaha. Was ist hier? Moment, hier geht's raus. Hey, wo geht's denn da hinten? Nee, da hinten, Han, Link, Lang, was? Ja? Muss so sein. Du! Der nimmt sofort gegen Idiot, er randaliert als er besessen oder so. Was ist das für ein Problem? Ich flippe gleich aus. Okay, hier muss ich nicht hin. Dann gehen wir doch hier oben hin. Der Ober steht ja immer noch rum. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Willkommen. Ja, schön für dich. Maya, reiß dich zusammen. Hilf mir. Was? Jetzt muss ich gegen Maya kämpfen. Na, mal sehen, was hast du denn so drauf? 2400, ey, das ist doppelt so viel wie das, was ich habe. Ja! Ach, wozu treffe ich dich noch nicht mal? Was ist das für eine Scheiße? Wow! Zu viel Schaden. Also, ich mag es nicht, dass ich ab und zu nicht treffen kann. Wow! Ist ja gut, hallo? Ich hätte gerne meine Mint wieder. Ah, das war gut geblockt. Das war auch gut geblockt. Das war immer noch gut geblockt. Jetzt hör mal auf, ich möchte auch mal wieder angreifen. Ich werde dich nur noch Sword Rainen. Eigentlich wollte ich gerade Lightning Tiger Blade machen, aber Wayne. Eine Spezialattacke nach der anderen. Bam, ich hab dich besiegt. Ich hab dir den Schädel aufgehackt. Und ein Fragezeichen-Schwert erhalten. Wow. Und viel Geld erhalten.
Ach, jetzt geht es wieder gut, natürlich. Leckt mich. Chris, bist du in Ordnung? Mehr von einem Dämon besessen. Einer von Dausler, keiner, besteht kein Zweifel. Er versucht uns wegen dem zu töten, was wir bei Alvanista erfahren haben. Mehr. Schmeißen in die See und fertig. Er ist tot. Von nun müssen wir vorsichtiger sein. Daus weiß über uns Bescheid. Das war eine lange Reise. Nun sind wir endlich in Alvanista angekommen. Endlich. Danke, Captain. Keine Ursache. In Zeiten wie diesen muss man sich gegenseitig helfen, um zu überleben. Bis später dann. Danke, Captain. Vielen Dank. Also gut, beeilen wir uns und gehen zum Schloss von Alvanista. Wir müssen den Prinzen so schnell wie möglich retten. Wartet, denn mir kommt eine Idee. Lass uns ins Gasthaus gehen und dort einen Plan schmieden. Okay, dann weiß ich schon mal, wo ich als allerletztes hingehe. So, was mir vorher auch noch einfällt, was auch einige geschrieben hat, als sie gesehen hat, dass Klaus mit Büchern kämpft. Hier ist auch sofort, oh, ein Tales-Charakter, der mit Büchern kämpft? Gibt es da nicht noch einen anderen? Und da wurde Rita Mordi aus Tales of Vesperia gesagt, aber das würde ich jetzt nicht so wirklich sehen, weil die kämpft nicht wirklich mit dem Buch, sondern hat das Buch eher so als Zweitwaffe da. Die Lebensmittel in Alvanista werden knapp. Daher verhandeln wir mit Belladeum, um Reis importieren. Ich handle mit Auftrag des Königs. Würdet ihr mir behilflich sein? Ja. Was soll ich machen? Ich muss kurz gucken. Ich glaube, das mit dem kommt auch irgendwo hinfahren, oder? Nach Belladeum segeln. Ja, nur Hinfahrt, aber. Ich muss ja aufpassen, nicht, dass ich einmal zu viel drücke. Nein. Also damit können wir nach Belladeum, zu dem Hafen, zu dem wir schon einmal waren. Natürlich bin ich nicht geheilt. So, macht der Rune noch zwei, haben wir. Auf das Fragezeichen schreibt. Und wir haben eine Ruhmesklinge. Wow. Aber ich glaube, die ist schwächer als die andere Waffe, die wir haben, oder? Nee, ich behalte das, was ich habe. Willkommen in Alvanista. Hier sitzen viele Elfen in verantwortungsvollen Positionen. Ja, ja, bla bla, Elfen, bla bla. Elfen. Bla. Magie. Bla bla. Ist ja gut. So, schauen wir uns mal ein bisschen hier in Alvanista um. Was haben wir denn hier? Wir haben hier... Ja? Ich bin jetzt aber die dem Helden hilft. Mein Held. Ja. Juhu! Lass uns Helden spielen. Mein Traum ist es, mit einer Familie in den Dorf friedlichen Zeiten zu leben. Aber diesen Ort wird immer irgendwie ein Krieg hineingezogen. Nee, das schmeckt aber lecker. Ich glaube, am glücklichsten bin ich, wenn ich koche. Nichts mit bei, was du kochst? Nö, dumme Frau. Hm, wer bist du denn? Die Gilde besucht, dann... Ah, genau, zur Gilde können wir gehen. Und die Minen von Noalia. Hä? Oh, hab ich schon verlassen. Psala. Wollte ich nicht. Ich glaube, das ist die Gilde, oder? Na, was kann ich für euch tun? Magische Augen. Mir 5 gefehlt, habe ich gerade gesehen. So, zur Gilde gehen wir nachher noch. Erstmal möchte ich mich noch ein bisschen umschauen. Gut. 20 Punkte. Gut, 20 Punkte. Ja, keine Ahnung. Da wohnt jemand. Da ist das Inn, da wollen wir noch nicht hin. Haha. Ich muss hier reinspielen. Man gewinnt, soll man. Ich habe noch nie gewonnen, aber man soll einen tollen Preis bekommen. Ich möchte etwas machen, das Spaß macht. Hier kann man Fressen kaufen. Ah, und hier ist noch Koch. Ja, ich bin Botschafter. Gib mir Essen. Nee, andersrum. Ich geb dir Essen. Und wir können uns Spaghetti zubereiten. So. Kann ich aber nur... Meine Zutaten möchte ich keine kaufen. Was haben wir denn noch hier in der Stadt? Wie viel Zelt haben wir denn eigentlich noch? Nehmen wir noch ein bisschen weiter auf. Hier lebt Prinz Laird. Er kann Magie einsetzen, aber leider haben wir letztendlich nicht mehr gesehen. Wir müssen ihn. Oh, armes kleines Duck-Duck. Okay, rechts ist Magie und Waffen. Magie, was? Nicht Magie und Waffen im Shop. Komm. Da ist ein Hund. Ja. Gut erkannt. Waffen- und Rüstungsshop.